ganz toll. Ganz toll. Lassen Sie sich nicht von Jacks bizarrer und tödlicher Waffe einschüchtern. Suchen Sie die Umgebung nach etwas ab, das Ihnen im Kampf einen Vorteil verschaffen kann. Oh, der war aber ganz schön stark. Vielleicht sollten wir doch erstmal so in die Leichenhalle gehen, oder? Nee, Tür ist zu. Können wir gar nicht. Nee, weil der uns da oben runterschmeißt. Ja. Armer Deputy. Immer noch. Der braucht dir jetzt auch nicht mehr leid tun. Der ist im Land der Engel. Ich nehm den noch nicht. Was ist denn da? Ich nehm den noch nicht. Schießpulver. Aber können das nicht kombinieren. Okay, ja, jetzt müssen wir nehmen. Ich will das da hinten schon mal kaputt machen. Wieso? Weil ich nicht weiß, was da drinnen liegt. Irgendwas liegt da drin. Muss schon mal eine ordentlich nachladen. Schatz, nicht auf den schießen. Erstmal das Ding holen. Ach nee, er macht doch die Tür da auf. Du musst auf den ballern. Der macht doch die Tür auf für die. Entschuldigung, Junge. Er macht doch erst die Tür auf für die. Damit kannst du den. Vielleicht muss ich ja da drauf drücken. Nein, der macht die auf. Ach so. Wenn er genug hat. Munitionsverschwendung, Junge. Halt die Klappe. Au. Du kannst ihn damit auch, So, jetzt holt er die. Der macht das jetzt auf. Was ist das eklig. Jetzt hol die Kettensäge. Jetzt von hinten. Guter Junge, jetzt geht's los. Mach mal von hinten. Jetzt weiter drauf. Ah. Was ist los? Kein Saft mehr? Doch, da. Scheiß Opa.
Immer schön entwaffnen. Jetzt! Jetzt! Oh, jetzt setzt es aber was! Oh. Abhauen. Er soll die Dinger da schön kaputt machen. Oh no. Aua. Genau, Schatz. Genau! Du kannst auch gleich auflegen! Oder auch nicht! Oh, kannst du mich am Arsch lecken, du kleiner K. Der hat uns den Kopf abgesäbelt. Ja. Das ist nicht einfach. Boah. Aber ich habe verstanden, was ich machen muss. Ich glaube, da gibt 4 Stufen oder 3, ne? Ja. Der muss geschwächt werden. Dann macht er, ich glaube, so, dieser Balken in der Mitte. Ich glaube, danach ist die letzte Stufe. Das kann gut sein. Oh. Das mal wieder kaputt schießen vorher. Ist ja keine schlechte Idee. Ups. Ist schon mal kacke gelaufen. Ich habe immer noch dieses Steuerungsproblem. Immer wieder mal. So, Schießpulver. Wie kriegt das hin, Freunde? Den machen wir heute auf jeden Fall noch platt, ne? Kleinen dämlichen Opa! Ja, du siehst hässlich aus. Du siehst aus wie mein Vater. Du kommst hier nicht raus. Aua. So, Muni. Flintmuni. Hallo. Guck mal. Hallo! Eine ja! Benutzt? Ja, guck! Oh! Oh, hätte er was bringen können! Ach, oh, wieder den falschen Knopf! Du hast aber jetzt nicht so viel Muni verschwendet! Nee. Ach, wer ich sag dir, wann Schluss ist. Wenn er sich transformiert, musst du... Hier oben die Knöpfe zusammendrücken, ich weiß. Du dämlicher Wichser! Jetzt! Ja! Oh! Ja, mein Motor ist auch aus. Ist der Motor an? Ah, halt die Fresse! Ja!
Ja! Ich krieg dich, du Wichser! Ich mach dich alle! Du Arschloch! Schlimm das! Du wirst jetzt sterben! Super Schatz! Fein! Das steht immer noch! Ja, weiter drauf! Oh, klasse. Tu mir einen Gefallen und bleib. Bah, gut. Guck mal. Bah. Boah. Lecker, Schmecker, ey. Jetzt würde ich gerne speichern. Ich hab grad so meinen Spaß. Hat der irgendwas dabei? Irgendwas verloren. Lecker. Wir machen erst mal die Säcke kaputt. Also mir kann jetzt keiner mehr was. Hallo? Nee. Komm nicht dran. Versuch mal die Tür. Da ist ja keine Tür. Tu mal weg. Tu die mal weg. Nimm mal was anderes. Vielleicht brauchen wir einen Schlüssel oder so. Schatz, tu die doch jetzt mal. Warte mal. Könnte aber noch kaputt machen, ne? Motor. Boah, Schatz, Diesel ist auch echt teuer geworden. Aber kann nicht sein. Eine mittelgroße Kettensäge für die Holzverarbeitung. Zwar schon recht alt und miefend, aber funktioniert noch. Besser? Ja, wir brauchen jetzt erstmal einen Plan. Vielleicht hochspringen. Der hat doch da das Ding kaputt gemacht. Vielleicht müssen wir auch irgendwas abschießen oder so. Der nichts verloren. Und na doch. Ja, außer Gedärme. Warte mal. Das war ich jetzt nicht. Na, geht doch. Und die Kettensäge ist hin. Mist. Schade, ich hab mich so um die Kettensäge gefreut. Okay. Und die bekommen und die Tür öffnen. Aber welche Tür? Hinter dir. Das hinter dir war auch eine Tür. Ich frag mich... Die drei Hundeköpfe bekommen und die Tür öffnen. Aber welche Tür? Gehen wir nochmal zurück. Okay. Nee, nicht da wieder rein. Ja, wir müssen jetzt... Irgendwo eine Tür öffnen, wo wir drei Hundeköpfe brauchen. Hast du dir einiges gemerkt?
So, ich hoffe, der Opa lässt uns jetzt endgültig in Ruhe. Gab's noch einen Raum, wo wir nicht drin waren? Werkstatt zu. Schlüsseldingen haben wir auch nicht. Werkstatt, vielleicht da. Könnte man probieren, ne? Das könnte man probieren. Stopp, riech mal um. Stimmt, die Werkstatt ist da. Danke. Verschlossen. So, wir haben jetzt hier alles gesehen. Vorratskammer. Warte mal, Legende. Oh. So, das ist ein kleines Schlüsselloch. Weißer Hundekopf, roter Hundekopf. Wir müssen den anderen noch wieder mitnehmen. Welchen? Den einen, den ich abgelegt habe. Du hast einen abgelegt? Mhm. Weil wegen zu wenig Platz. Weißt du denn noch, wo der Raum ist? Ja, der ist direkt hier irgendwo oben. Irgendwo am Videoraum. Der ist direkt hier oben. Der ist direkt hier oben. Hier. So, die drei Hundeköpfe haben wir. So. Wo könnte der Scheiß noch sein? Also was brauchen wir? Die drei Köpfe, die haben wir. Da ist die Oma wieder. Mann, wenn die nicht aussehen wie ein Zombie, wird die süß aussehen. Ist das die ganz große Tür, wo wir vorhin schon... Da. Tatsache. Jetzt fehlt uns das Mittel... Nee. Draußen. Oh Gott. Anstatt, es wird nicht einfacher. Es macht mich eher nur noch ein bisschen beängstigender. Ich würde sagen, wir heben erstmal das Kraut auf. Und das Schießpulver. Gehen wieder zurück. Gehen speichern und machen beim nächsten Mal weiter. Mhm. Also da bin ich jetzt am meisten für. Die Tür ist ja jetzt schön offen. Das Schöne ist, man kann ja einfach hier hinlaufen. Jetzt haben wir ja voll die Abkürzung. Hm. Ja. So, liebe Freunde, das war eine mega lange Aufnahmesession. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert uns. Alter Schwede, das ist ein geiles Spiel, muss ich sagen. Wir müssen viel denken, sehr viel denken. Aber deine grauen Zellen ja nicht. Ne, dafür bist du ja zuständig. Wir sollen jetzt den Hof erkunden. Beim nächsten Mal. Machen wir. Aber wirklich erst beim nächsten Mal. Also, schaltet wieder ein. Wir haben drin alles geschafft? Alles geschafft. Außer die Schlangenschlüssel und die Krähenschlüssel. Aber der kommt vielleicht noch. Okay. Man weiß es ja nicht. Ich bin sehr stolz auf uns. Ja, können wir sagen, haben wir gut gemacht. Also, schaltet wieder ein hier bei Let's Play Resident Evil 7. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.